geht so nichts an durch den Wald und dann... Oh, was ist das? Ein Huhn, das im Treibsand ertrinkt. Oh. Nein! Naja. Hm, ein Ei. Ja, das will ich mitnehmen. Aber mein Inventar ist ziemlich voll und den Löwenzahn, den brauche ich natürlich noch. Den kann ich natürlich nicht wegwerfen. Und auch den ganzen anderen Mist. Also, wie kriege ich mein Inventar größer? Ich nehme einfach einen Rucksack. Okay, denkt ihr euch. Und kein Problem. Wie funktioniert der? Also, rechtsklicken und einfach alles reinschaufeln. Ist wie eine Truhe, die man dabei hat. Bloß, dass man mehrere mitnehmen kann und... Naja, das Erstellen ist halt auch gar nicht so schwierig. Also, Life in the Woods bietet ein Rucksack-Feature. Und hier habe ich nur einen zweiten Rucksack dabei. Schön gefüllt mit den Standardsachen. Ofen, Werkbank, Holz, Wassereimer und ein bisschen Essen. Verstopft also alles nicht mehr in mein Inventar. Richtig nice. Also, kommen wir zum Erstellen. Das hier ist einmal der Rucksack. Und dafür brauchen wir einfach 8 Leder bzw. Burlap. Also, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, naja, das wird halt aus Jute gemacht. Und das ist so die vegetarische Komponente, um keine Kühe schlachten zu müssen. So, das kriegen wir aus diesen, Jute-Blöcken. Und die kriegen wir einfach aus Jute und das Jute kriegen wir aus großen Farn. Das heißt, Farn, der 2 Blöcke hoch ist, daraus kriegt man Jute. Den muss man erstmal finden, ist scheiße schwer, also nehmen wir einfach Leder. So, Leder einfach im Kreis um die Mitte in der Werkbank verteilen und zack, schon ist der Rucksack fertig und ja, den können wir einfach so benutzen. Also ist definitiv ein nices Rezept und ich finde extrem einfach, einfach die 8 Leder kriegen. Aber ihr seht unten schon, ich habe blaue Rucksäcke, die richtig modisch sind und die mehr meine Augen zur Geltung bringen. Also, wie kriegt man die? Man baut wieder einen normalen Rucksack und tut einen Farbstoff in die Mitte. Dafür brauchen wir bestimmte Farbstoffe, die sind unterschiedlich, aber mit Lapis Lazuli kriege ich zum Beispiel einen blauen Rucksack bei raus. Fantastisch. Modisch und schick. So, hier nochmal ein paar andere Rezepte. Da wäre mit rotem Farbstoff, mit schwarzem Farbstoff. Weiter gibt es noch specialig den Werkbankrucksack, den erkläre ich nachher. Zusätzlich können wir unseren Rucksack noch vergrößern, aber dazu brauchen wir erstmal gebundenes Leder. Das ist sozusagen eine Ledererweiterung, die ein bisschen schwieriger ist zu kriegen. Dazu ein Leder links und rechts und den Rest mit Fäden ausfüllen in der Werkbank. Und zack, haben wir ein gebundenes Leder. Und um das gebundene Leder zu kriegen, brauchen wir extrem viele Strings. Und zwar brauchen wir insgesamt für den kompletten Rucksack 56 Strings. Ich empfehle, um die zu kriegen, nicht unbedingt jetzt Spinnen zu farmen, sondern einfach wieder Baumwolle mit Dünger. So, wenn wir jetzt das gebundene Leder haben, dann reicht es nicht, das einfach nur im Kreis um den Rucksack zu platzieren, sondern wir müssen noch das Leder vorher einmal in den Backofen tun und daraus gegerbtes Leder machen. Ja, das ist noch so ein Zwischenstück. Es ist nicht so leicht, das rauszukriegen, aber mit dem gegerbten Leder jetzt aus dem Ofen haben wir einen großen Rucksack. Und zack. Ja, der ist einfach mal doppelt so groß, eher wie eine große Kiste. Man sieht auch, ich habe als Rucksack den benutzt, wo meine Sachen schon drin waren. Das heißt, das funktioniert auch. Der upgradet einfach den bestehenden Rucksack und macht ihn größer. Ich komme jetzt nochmal ganz kurz darauf zurück, wie man den Werkbankrucksack herstellt. Und zwar dazu einfach eine Werkbank machen, ganz normal wieder das Leder im Kreis platzieren und anstatt einen Farbstoff eine Werkbank in die Mitte tun. Und zack, fertig ist der Werkbankrucksack. Und der funktioniert auch ein bisschen anders als die anderen Rucksäcke, denn der hat oben das Werkbankfenster, wenn man den rechts klickt, und unten noch so eine Leiste, wo man Sachen reintun kann. Jetzt habe ich gedacht, okay, kann ich einfach was mit herstellen, aber nein, läuft nicht. Also man kann den Werkbank nicht einfach als Werkbank benutzen, man muss die Sachen in den Rucksack tun und daraus kann man den als Werkbank benutzen. Das heißt jetzt, wo die 2 Holz da drin sind, kann ich was mit herstellen und das oben ist sozusagen nicht das Item wie in einer normalen Werkbank, was man in die Werkbank tut, sondern es ist sozusagen eine Vorlage, was man aus den Sachen in dem Werkbankrucksack machen will. Es gibt jetzt noch einen Ender-Rucksack, aber das hebe ich mir mal auf für eine spätere Folge. Ich wollte die jetzt auch nicht so lang werden lassen. Vielen Dank an die Leute, die das Projekt bereits so tatkräftig unterstützen. Und falls auch du das Projekt unterstützen möchtest, lass mir einfach ein Abo da. Ich freue mich richtig drüber. Um alle Minecraft Life in the Woods Tricks und Tipps zu sehen, habe ich dafür oben in der Infobox die Playlist verlinkt. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Schaut euch diesen Anblick an. Wow. Krass.